Kollegin. Was denn? Mensch, halt noch mal hinaus und schlecht Wetter ist auch noch. Na, lass mir doch mal Ruhe. Guck nochmal, ist das eine schlimme Zeit. Der ganze Tag ist weit, wo mein rum, da wirst du verrückt. Wie bitte, was hab ich jetzt gehört? Also du, bitte, das ganze Tag zwei wo man rum. Ja. Ich weiß was, ich glaube, wo es dir die Haare aus hat, hat es der Verstand gerade gleich mit. Gell? Du musst dich beschweren. Du hast doch früher immer gesagt, du hättest einen liebenswerten, charmanten Ehemann. Stimmt ja. Schon, aber weißt du auch, wie lange das her ist? Das kann schon ein paar Tage her sein. Ja, das ist schon arg lang her. Komm, kaum hast du mich gehabt. Ich war doch die Traumfrau schlechthin damals. Ich war umschwärmt, das weißt du ganz genau. Da hast du doch bei du noch nichts mehr gemacht, du hast nicht mehr nach dir geguckt, dein Outfit war dir egal. Obwohl, out warst du früher schon und fit warst du noch nie. Hey, bei dem Rennen liegst du deutlich vor mir. Was soll jetzt das wieder heißen? Ha, ja, kann mich noch erinnern, wie es war, wo ich in Kur gegangen bin. Was war an dem Tag so besonders? Ja, du hast mich nicht schnell genug auf den Bauhof geschoben, brach, zum Zug, nein. Und dann konntest du den Kommentar noch nicht ersparen, mich zu fragen, warum ich ein Strumpfhaus mit Falten. Dort hätte der Koffer schon einen Ranzen einschlagen sollen, ich hab überhaupt kein Strumpfhaus angehabt. Du weißt aber auch ganz genau, warum ich das gesagt habe, gell? Nee, warum? Weil du mir hinterhergeschaut hast, wo ich ins Bad bin zum Duschen, hast du mir hinterhergeschrien, ich soll den kleinen Arbeitslosen waschen, wenn ich ihn finde. Du Schatz, ich habe mir auch schon überlegt, ob wir Spiegelfliesen im Bad auf dem Boden machen sollen. Ich komme ja auf, was soll der Quatsch vor? Zu was denn? Dass du weißt, wo er ist, falls du ihn mal suchen solltest. Aber mal. Ich glaube, ich war halt doch langsam älter. Du komm, hör mal auf, auch in unserem Alter hat man nur Sex. Das weiß ich. Ja, was noch? Aber ich glaube, ich war langsam vergesslich. Wie, was hast du vergessen? Das wäre gerade zum Kaufen. Jetzt hör auf, im Porsche braucht man nicht auch noch frisieren. Aber am Porsche bleibt mal liegen. Nee, weil ich vom Geschäft heimgefahren bin, unterwegs und ich denke, ich hätte wieder mal so richtig Lust auf. Weißt du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Aber hey, du, ich werde gerichtet. Ja, dann bin ich aber noch in den Getränkemarkt, habe noch ein Bier geholt. Und bis ich daheim war, habe ich es wieder vergessen gehabt. Typisch Mann, echt.